von ganz da hinten sind wir gekommen. Mal schauen, ob ich da jetzt zurückzukommen kann irgendwie. Von da oben, genau da, wo dieser Speiersee ist. Da bin ich losgegangen. Wir haben jetzt 20.000 Schritt mittlerweile und ja, wir haben noch ein Stück vor uns. Also die erste Hälfte haben wir auf jeden Fall schon geschafft, aber wir müssen jetzt sogar wieder noch so ein kleiner kurzer Rundumblick. Leider wieder mit Kuhherde im Hintergrund. Das ist übrigens, hier entspringen übrigens auch die Glan. Das ist ein bisschen weiter da hinten. Ist so ein kleiner Bergsee und das ist der Glan-Ursprung. Die Glan ist mit der Traun, mit der Gurk, der bekannteste Fluss von Kärnten. Und so schaut es hier eben aus. Ich glaube, das ist schon sehr schön. Es hat sich gelohnt. Aber jetzt ein bisschen anstrengend ist. Jetzt müssen wir dann eben eine Wander. Oh, das schaut cool aus mit den Wolken. Jetzt müssen wir dann eben ein Wanderstück rausholen. Weil da drüben ist ein bisschen steil und unwegsam und das mag ich gar nicht, weil ich überhaupt nicht schwindelfrei bin. Und wir gehen jetzt eben da, ja, mit den Felsen da. Und dann da hinten ein Stück den Grat entlang und dann auf der anderen Seite wieder runter und da ist dann der Weg, der uns wieder zurückführt. Also ich schätze mal, wir werden heute die 40.000 Schritte werden wir nicht schaffen, aber 35.000 werden es bestimmt werden, weil wir haben uns ja verlaufen, deswegen.